Wie kannst du nun deine Erhebungen eingeben? Dazu wechsel wieder auf die Vielfalter-Seite. Gehe hier unter Meine Falter. Dann kannst du in der Liste Meine Falter alle Erhebungsflächen sehen. Diese kannst du allerdings erst anklicken, sobald du die allgemeinen Geschäftsbedingungen bestätigt hast. Lese dir diese bitte kurz durch. Es handelt sich lediglich um eine Seite. Und klicke diese an, wenn du damit einverstanden bist. Nun kannst du zu allen Erhebungsflächen wechseln. Unter jeder Erhebungsfläche, die du zu deinen Favoriten hinzugefügt hast, befindet sich die Fläche Erhebung hinzufügen. Hier kannst du deine Erhebungen eintragen. Unter jeder Erhebungsfläche, die du markiert hast, also die mit schwarzen Sternen aufscheint, kannst du Erhebungen hinzufügen. Klicke dafür das Feld Erhebung hinzufügen. Das Eingabeformular entspricht jenem Formular, das du im Feld mit hast, um deine Daten aufzunehmen. Gib auch hier bitte Datum, Uhrzeitstart und Uhrzeitende, Bewölkung, Windgeschwindigkeit sowie die mittlere Höhe der Vegetation an. Die Felder Temperatur und Luftfeuchte kannst du ignorieren. Diese werden nur bei den Expertenaufnahmen erhoben und spielen für dich keine Rolle. Im Kommentarfeld darunter kannst du Dinge eingeben, von denen du denkst, dass sie eventuell die Erhebung beeinflusst haben könnten. Dazu zählen beispielsweise: Wiese wurde frisch gemäht, die Wiese wurde frisch gedüngt, die Wiese wird beweidet oder vielleicht existiert die Wiese gar nicht mehr und dort befindet sich nun eine Ackerfläche. Darunter gib bitte Anzahl der Blütenfarben und Anzahl anderer Insekten ein. Hier siehst du die Schmetterlinge unseres Erhebungsschemas. Durch Klicken auf die Pfeiltasten kannst du rauf und runter zählen. Oder du verwendest einfach die Nummerntasten auf deiner Tastatur und gibst so die Anzahl der gezählten Schmetterlinge ein. Wie auf deinem Erhebungsblatt sind auch hier die rot eingekreisten Kästchen keine Summenfelder, sondern dabei handelt es sich um Felder, in denen du Schmetterlinge eintragen kannst, die du nicht genau zuordnen kannst. Zum Beispiel, du hast schnell gesehen, dass ein Weißling vorbeigeflogen ist, aber du weißt nicht genau, welcher der angegebenen Weißlinge dies ist. Oder der angegebene Falter ist nicht auf dem Schema angegeben, beispielsweise der Senfweißling, und du möchtest diesen notieren. So gib bitte hier 1 für das Individuum ein, das du gesehen hast, beziehungsweise die Anzahl an Individuen, die du gezählt hast, aber hier entweder nicht auf dem Schema vorhanden sind oder zu schnell waren, um sie genauer zu bestimmen. Solltest du Schmetterlinge genauer bestimmen als auf unserem Schema angegeben, gib dies bitte unter Besonderheiten ein. Nun hast du vielleicht schon die Artenliste entdeckt und fragst dich, warum du nicht diese verwenden sollst, um dort die zusätzlichen Arten einzugeben. Die Liste erscheint, wenn du auf Artenliste anzeigen klickst und zeigt die Namen aller jemals für Nord-, Ost-, Südtirol sowie Vorarlberg nachgewiesenen Tagfalter. Diese Liste ist für die Eingabe der Erhebungen unserer Expertinnen und Experten vorgesehen, die ihre Beobachtungen in das genau selbe Eingabeformular eingeben wie du, nur mit ein paar kleinen Änderungen. Solltest du dich weiter selbstständig einlernen wollen und das Ziel haben, Expertenaufnahmen zu machen, dafür solltest du allerdings möglichst alle auf der Liste vorhandenen Tagfalter auf Artniveau sicher bestimmen können, bitte setze dich mit uns in Verbindung, ansonsten ignoriere diese Liste einfach fürs Erste und klicke einfach wieder auf Artenliste verstecken. Bitte gib deine Daten nur im Schmetterlingsschema oder nach Absprache mit uns nur in die Liste ein. Werden diese beiden Eingabevarianten gemischt, führt es bei uns zu Problemen bei der Auswertung. Solltest du Freude daran haben, die Schmetterlinge näher bestimmen und kennenlernen zu wollen, oder du kennst schon einige,
gib deinen Namen bitte unter Besonderheiten ein und klicke unten im Schema auf den Falter. Zum Beispiel Thymian Ameisenbläuling und hier unten 1 für Bläuling. Zu guter Letzt wähle bitte unten Arte Beobachtung die Transektbegehung aus. Wenn du willst, kannst du auch das ein oder andere Foto hochladen, wenn es sich dabei um besondere Eindrücke oder Schmetterlingsarten handelt. Gehe nun auf Speichern, um die Eingabe in unserem System zu speichern. Du kannst deine Eingaben auch im Nachhinein noch einmal ändern. Dies kannst du, indem du auf Bearbeiten drückst und hier die jeweiligen Dinge, die du verändern möchtest, noch im Nachhinein veränderst. Gehe anschließend wieder auf Speichern bzw. aktualisieren. Du kannst im Formular alles ändern, bis auf den Namen der Fläche. Deswegen vergewissere dich bitte genau, ob du die richtige Fläche ausgewählt hast, bevor du die Daten eingibst. Sollte dir hier ein Missgeschick passieren, ist dies aber auch kein Problem, indem du einfach wieder auf Bearbeiten gehst und hier das Kästchen "Das ist eine Testerhebung" anklickst. Dies ist für uns das Zeichen, dass wir diese Erhebung im Nachhinein löschen sollen. Klicke dieses Kästchen also bitte nur an, wenn du die Erhebung löschen möchtest. Bitte zögere nicht, uns zu kontaktieren, wenn du irgendwelche Fragen oder technische Schwierigkeiten hast. Am besten machst du das bei E-Mail unter info@viel-falter.at. Wir wünschen dir viel Spaß bei deinen Erhebungen und danken für deine Mithilfe.